Stage 7. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall den Feuerdrachen. Da. Weil der nämlich diese Schleimdinger runterspucken kann. Wenn der einmal trifft... Ja, wenn er den mal trifft... Oh, dann fallen die Dinger gleich runter. Das hat er jetzt natürlich unglaublich toll gezeigt. Jetzt zeige ich es hier nochmal. Und die halten ja doch relativ viel vom Blitz aus. Dann nehme ich den Vogel. Und dann nehme ich den kleinen oberen Typ. Und das hat ihn nicht besiegt. Ja, natürlich. Das hat mich noch getroffen. Das war so logisch. So. Ja, der Weg ist jetzt nicht so schwer. Sag ich, nachdem mich was getroffen hat, ja. Das beste Beispiel. So. Wir sind auch gleich beim Endgegner. Also beim Endgegner. Das war dumm. Gut, okay, sie fügen einem auch noch Schaden zu, wenn sie runterfallen. Das hätte mir ja jemand vorher sagen können. Bums. Und die sind auch unglaublich furchtbar. Ich weiß nicht, wie man die... Gut, den hätte ich jetzt noch treffen können. Ohne, dass man selber getroffen wird. Denn die machen das da. Das ist die kleine Kugel. Und ich habe keine Ahnung, wie man die loswerden soll. Ich meine, ich kann den kleinen Feuerball reindrücken. Aber das ist ja doch ein bisschen gemein, den jetzt als Schild zu benutzen. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Gut, das war nochmal ein Blitz. Falls man jetzt noch nicht auf Level 8 gewesen wäre, wäre jetzt die Chance dazu gewesen. Und hier kann man nochmal seinen Drachen heilen. Sind alle voll. Gut, okay, ist egal. Ich brauche eh den. Wow. Helden auf die Treppe verfehlt. So, jetzt kommt nämlich... Da bin ich früher total oft. Das war so oft das Ende. Da bin ich so oft dran gestorben. Das ist irgend so ein super Erzmagier-Typ. Und ich habe als Kind... Erstens habe ich gedacht, das sieht aus wie ein Panda. Oder ist wie so irgend so ein ägyptischer Panda. Aber er ist einfach unheimlich nervig. Ich meine... Oh, der hält unglaublich viele Schläge aus. Ich meine, der Feuerball macht ja mit am meisten Schaden. Und ich versuche ihn ja noch irgendwie zu treffen. Aber der hält, keine Ahnung, 10, 12 solche Salben aus und ist dann immer noch am Leben. Das ist total abartig. Ich meine, klar, das ist wichtig, dass die Spiele früher so schwer waren. Die Spiele vor allem, man kann es ja nicht speichern, ich spiele das ja hier auch am Stück. Die Spiele waren früher ja eh nicht so lang. Also musste man ja irgendwie schwer machen, damit man möglichst im letzten Level dann doch nochmal stirbt und nochmal von vorne anfangen muss, damit man möglichst viel Spielzeit hat, aber... Das ist doch irgendwie übertrieben. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, auf schwer zieht eine so eine kleine Kugel den gesamten Balken ab. Das ist nicht schön. Das ist total übertrieben, finde ich. Also auf schwer möchte ich das echt nicht durchspielen. Und ich glaube auch, dass die Gegner viel mehr generell solche Kugeln schießen. Oh, unser kleiner Feuerball kriegt Schaden. Vielleicht sollte ich ihn doch nicht so oft treffen lassen. Wie macht man das jetzt? Ja, gut, das habe ich gut gemacht. Oh, es tut mir leid, Kleiner. Er darf auf keinen Fall besiegt werden, weil sonst habe ich keinen Angriff mehr. Er ist ja mein Angriff. Oh, das war blöd. Aber er kriegt auch immer die Kugel ab, ja? So. Yay, so muss das laufen. Und er lebt immer noch. Wie viel Angriff hat er jetzt schon eingesteckt? Bin mir nicht sicher. Es waren auf jeden Fall genug. Das ist blöd. Ja, das war klar. So rum kann ich nicht denken. Ich muss so rumlaufen. Oh, ich will, dass er weg ist. Na los. Ist das jetzt der letzte? Und? Nein. Jetzt sind wenigstens die Kleinen auch kein Problem. Ich glaube, ich stelle mich gerade halbwegs gut an. Obwohl der auch schon meine Lebenspunkte halbiert hat, dieser komische Endgegner da. Wenn ich mir meine Energie angucke. Ach na komm, geh doch weg. Wie viel Leben hat er denn noch? Ah super, und jetzt habe ich mich ganz groß angestellt. Och, wie klein er schon ist, Mann. Wachse. Kleiner Typ. Das war blöd. Jetzt hat er auf jeden Fall meine Hälfte abgezogen. Oh, und unser Feuerball ist schon rot. Und er ist auch kaputt. Oh, na wenigstens. Das hat ja ewig gedauert. Das sehen wir jetzt zum ersten Mal. Wenn die Drachen dabei sind zu verlieren, wenn die dabei sind, ihre Lebenspunkte zu verlieren komplett, werden die dunkler. Die werden alle so braun-rot. Das ist auch kein Problem.
Und wenn sie ganz, ganz niedrig sind, fangen die, glaube ich, auch noch an, schwarz zu blinken. Ach, sehr schön. Und so sehen sie halt aus, wenn sie noch mindestens zwei Balken haben. Na gut, viel kommt eh nicht mehr. In dem Level. Ja, ach, das ist ja locker. Fast alles voll. So, die Dinger explodieren, wenn wir sie angreifen. Das wollen wir nicht. Und ich glaube, man fällt irgendwann von diesen Dreiecken runter, wenn die anfangen, sich sehr schnell zu drehen. Darum wollen wir möglichst nicht auf denen stehen bleiben. Der da hinten hat sich gerade schnell gedreht. Ja, keine Ahnung, wie das gehen soll. So, damit haben wir jetzt den vorletzten Level abgeschlossen. Stage 7 cleared. Go to next. Stage 8. Nein, Stage 8, meine ich. Ich bin voll cool. Also, Alicia, du hast überlebt diese lange Reise gegen unsere loyale Armee und hast den Palast im Himmel erreicht. Nichtsdestotrotz bist du zu spät angekommen. Unser Anführer erwacht bereits von seinem langen Schlaf. Moment. Wieder einmal haben wir ihn zurück ins Leben gebracht. Dein Leben wird ein exzellentes Opfer für unseren Anführer machen, wenn er erwacht. So, jetzt brauche ich hier Feuerballspucker, denn der ist wichtig. Der Endgegner hat ein paar Phasen, also sie hat ein paar Phasen des Angreifens, meine ich. Die sind... Ja, gut. Nicht so schwer, weil ich gerade sage. In dem Moment trifft mich eine. Toll. Er hat... Ja, ach komm, geh. Er hat diese Flammen über dem Boden und er hat das, was wir im allerersten Intro-Video-Cutscene-Dings gesehen haben, schon gezeigt hat. Diese blauen Schlangen. Die sind eigentlich auch nicht schlimm, wenn man weiß, wie man ausweicht. So, Feuerball. Drache. Hops, hops. Ducken, drehen, blitzen. Also, ich... denke mal, das ist schon relativ die optimalste Art, mit dem fertig zu werden. Und ich deselektiere diesen Drachen, weil der sonst immer in dieses blaue Ding gerät. Und ich glaube, ich weiß nicht wie viel, das war's schon? Gut, okay, so, dann brauchen wir jetzt... Nein, wir brauchen den jetzt noch nicht. Jetzt brauchen wir den. Gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass der jetzt nicht schon losballert, wenn der noch nicht da ist. Das wäre sonst einfach nicht, das war dumm. Was habe ich denn jetzt zuletzt gesagt? Mir fehlt gerade der Faden. Toll. So, wieder wechseln. Ich glaube, auf schwer umkreisen einen diese blauen Dinger auch viermal statt zweimal. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Kugeln dran sind oder ob die weiter fliegen oder keine Ahnung. So, Feuerdrache. Schaut euch mal an, wie viel die Endgegner einstecken. Das ist nichts im Vergleich zu... also doch, ich meine, da sind die Gegner, wo man nur dreimal auf den Kopf springt. Nichts im Vergleich dazu und das war's. Gut. Und jetzt, zu guter Letzt, noch der Obermotz. Na komm, wo bleibt er denn? Ist er nicht schön. Dieser Gegner hat mehrere Körperteile. Wir greifen ihn an und trennen dabei diese Körperteile ab. Jedes dieser Körperteile kann außerdem einen Angriff, das heißt, diese Würmer zum Beispiel sind einer. Je mehr Körperteile wir abtrennen, desto schwächer wird eigentlich unser Gegner. Dummerweise fallen ihm neue Attacken ein, nachdem wir ein paar seiner Körperteile entfernt haben. Wie das da jetzt zum Beispiel, das hat er ja vorher nicht gemacht. Aber im Endeffekt ist das alles nicht ganz so schlimm. Er zieht relativ viel ab. Ich möchte nicht wissen, wie viel er auf schwer abzieht. Ich bin nie so weit gekommen, das auf schwer zu erleben. Aber ich wollte es euch ersparen, den Level 3 mal zu zeigen und jedes Mal ein Continue zu verbrauchen. Wenn nicht sogar alle Continues. So, damit ist das auch ab. Jetzt brauche ich den kleinen... Also, das war jetzt gut. So, jetzt... Ich werde es noch nicht verhindern können, dass meine Drachen jetzt gleich getroffen werden. Nehme ich an. Da wechsle ich. So, weiter geht's. Ah. Ja, das war unfair. Das war ganz schön mies. Okay, es ist ein Endgegner, der darf das, aber das... Ja, gut. Was soll's. Der hält auch unglaublich viel aus.
So, jetzt tausche ich wieder. Jetzt nehme ich... Muss ich den Feuerball nehmen? Ja, ich nehme den Feuerball. Mal gucken. Der ist überhaupt getroffen. Ja. Bäm! So, und jetzt klein... Ja, hier, wo ist er? Da. Der kleine wieder. Ach ja, ist ja... Ja, hallo? Bald drei Balken abgezogen. Unangenehm. Ich glaube, die Bumerangs... Was ist denn die Mehrzahl zu Bumerang? Mann. Ist denn ganz gut, weil die gehen durch den ganzen Körper von dem. Ich habe das Gefühl, die treffen den relativ oft. Bums. Und du wieder. Oh, die kleinen Striche sind total belastend. Man kann sie zwar mit dem Blitzen wegschießen, aber da komme ich ja auch nicht zu denen ran. Gut. Ja, und das war's auch schon. Yeah! Kaputt, kaputt! Yeah! Zabams! Okay. Und Cutscene. Stage 8 cleared. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Jetzt zeige ich noch schnell den Abspann. Und sag dabei jetzt erstmal nichts. Game Ranking, letzte Welt, letztes Area, höchster Level, Shootdown Rate 85% und ich bin Salamander. Okay, ja, wie hat euch das Spiel gefallen? Es ist ja nun doch nicht so lang gewesen. Und ja, als letzte Frage noch, als Abschluss, welches Cover gefällt euch besser, das originale Cover oder das, was in Europa verwendet wurde? Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, es hat mir Spaß gemacht, euer Elik.